CETA würde als das ambitionierteste und fortschrittlichste Handelsabkommen bezeichnet, das die EU jemals unterzeichnet hat. Das 1500 Seiten umfassende Abkommen hat im September 2017 nach siebenjährigen Verhandlungen, einer intensiven Protestkampagne und der Androhung eines Vetos durch die belgische Region Wallonien in Kraft. 1,5 Jahre nach dem Inkrafttreten ist die Frage, was hat CETA erreicht und welche Bedenken bestehen noch? CETA hat praktisch alle Zölle auf Waren in Höhe von insgesamt rund 590 Millionen Euro pro Jahr abgeschafft, die zwischen Kanada und der EU gehandelt werden. Das Abkommen hat den Zugang für EU-Unternehmen zu den kanadischen Dienstleistungs- und Beschaffungsmärkten verbessert. Es erleichtert die Freizügigkeit von Personen und legt die Anerkennung von Berufsqualifikationen fest. Außerdem sind nun 143 geografische Angaben der EU für hochwertige Lebensmittel in Kanada geschützt, von griechischen Kalamata-Oliven über Schwarzwälder Schinken bis zu niederländischem Powderkäse. Was sind die Auswirkungen? Das Abkommen steht noch ganz am Anfang, aber die Auswirkungen auf den Handel sind bereits sichtbar. In den ersten 9 Monaten verzeichnete die EU einen Anstieg der Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen nach Kanada um 10,3%. In Belgien beispielsweise exportierten die Schokoladenhersteller 34% mehr Waren nach Kanada. Sie haben von der Abschaffung der 10%igen Zölle also profitiert. Und es gibt nach wie vor keine chlorhühnchen- oder hormonbehandeltes Rindfleisch auf dem EU-Markt. Aber was ist mit anderen Bedenken bezüglich CETA? Eines der umstrittensten Themen war das System zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investoren und dem Anlagestaat. CETA war das erste Handelsabkommen, in dem die EU diese Geheimgerichte im Namen der Mitgliedstaaten aushandelte. In Reaktion auf die Bedenken diverser zivilgesellschaftlicher Organisationen sowie auf die Forderungen des Europäischen Parlaments hat die EU die bestehende Streitbeilegung zwischen Investoren und Staaten reformiert. Das vorherige internationale Schiedsverfahren in CETA ist durch ein neues Investitionsgerichtssystem ersetzt worden. Nach dem neuen System haben die Anleger kein Mitspracherecht bei der Wahl der Mitglieder der Streitbeilegungskommission. Stattdessen besteht das Gericht aus einem Tribunal und einem Berufungsgremium, die turnusmäßig aus einer Gruppe von Richtern zusammengesetzt werden. Auch wenn noch einige Punkte wie der Verhaltenskodex der Gerichtsmitglieder zu klären sind, hat das neue Konzept dazu beigetragen, einige der bisherigen Kritiker zu überzeugen. Darüber hinaus segnete der Europäische Gerichtshof das neue System ab und kam zu dem Schluss, dass es die Eigenständigkeit des EU-Rechts nicht gefährdet. Zu den Zielen von CETA gehört nicht nur die Abschaffung der Zölle, sondern auch die Beseitigung von nichttarifären Handelshemmnissen. NGOs und Gewerkschaften befürchteten, dass die EU damit Gefahr laufe, die strengere EU-Vorschriften herabzusetzen oder die Arbeitsrechte zu schwächen. Tatsächlich hat aber kein Artikel in CETA zu einem blinden Race to the Bottom geführt. Mit dem Abkommen werden die Verpflichtungen der EU und Kanadas zur Anwendung internationaler Vorschriften über Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz und Klimaschutz integriert. Diese Verpflichtungen sind verbindlich und umfassen die Ratifizierung und Umsetzung der Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Die Gewerkschaften fordern jedoch einen weiteren Schritt, um verbindliche Sanktionen für Verletzungen der Arbeitnehmerrechte einzuführen und sicherzustellen, dass diese Arbeitsnormen ebenso rechtlich durchsetzbar sind wie die Investitionsvorschriften. Da die EU und Kanada gleichgesinnte Partner beim Schutz der Umwelt und bei der Bekämpfung des Klimawandels sind, enthält CETA ein Kapitel über Handel und Umwelt, das Verpflichtungen in Bereichen wie der nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern, der Fischerei und der Aquakultur enthält. Das Abkommen verpflichtet die beiden Partner auch, alle ratifizierten multilateralen Umweltabkommen, einschließlich des Pariser Klimaabkommens, wirksam umzusetzen. Das Abkommen hat darüber hinaus nicht zur Einfuhr kanadischer Ölsender in die EU geführt. Kraftstoffe aus Ölsenden und Ölschiffe unterliegen weiterhin strengen EU-Rechtsvorschriften. CETA erfordert weiterhin eine genaue Überwachung sowie gute Unterstützung für diejenigen, die möglicherweise nicht davon profitieren. Im Vergleich zu früheren Handelsabkommen hat das Abkommen jedoch die Inklusivität verbessert. Es wurde sichergestellt, dass zivilgesellschaftliche Gruppen kontrollieren können, ob die eingegangenen Verpflichtungen eingehalten werden.
einschließlich einer Überprüfungsklausel zur Durchsetzung aller im Vertrag festgelegten Bestimmungen. Transparenz ist bei CETA essentiell, damit es als Modell für zukünftige Handelsabkommen dienen kann. Das ist insbesondere in Zeiten eines zunehmenden Protektionismus, der durch Desinformation und falsche Behauptungen verstärkt wird, wichtig.